Herzlich willkommen aus St. Johannis. Im Augenblick leben, das hört sich immer so gut an, gerade jetzt. Ich denke an Sonnenuntergänge am Meer. Ich denke an Blicke vom Gipfel eines Berges. Es sind für mich intensive Situationen. Im Augenblick zu leben, das raten Lebensratgeber. Entschleunige, lebe bewusster. Und das hört sich auch gut an, aber wie soll das gehen? Ich bin nicht am Meer, ich bin nicht auf einem Gipfel und ein Augenblick ist kurz. Tja, aber vielleicht ist kurz doch ein gutes Stichwort, wenn es darum geht, im Augenblick zu leben, um vielleicht den kurzen Moment zu dehnen. Also die Aneinanderreihung von immer mehr kurzen Momenten zu unterbrechen, indem ich den kurzen Augenblick bewusster wahrnehme. Vielleicht schon beim Aufstehen, wie gehe ich in den Tag? Wie ist mein Blick in den Spiegel? Wie ist mein Schluck Kaffee oder mein Schluck Tee? Nicht um sklavisch mir bewusst zu machen, so muss es gehen. Doch es immer wieder zu versuchen, um zu spüren im Augenblick, ich lebe. Und wie lebe ich? Wie sehe ich den ersten Menschen, den ich am Tag begegne? Wie nehme ich ihn wahr? Wie nehme ich die Natur wahr, sehe, rieche, höre, schmecke? Wie nehme ich meine Umgebung wahr und unterbreche den Alltag für den kurzen Augenblick? Und vielleicht wird dann diese kleine Unterbrechung doch eine gedehnte Zeit, eine Zeit, in der ich es schaffe, den Moment umzudrehen, hinaus aus dem, was schwer ist und belastet. Manchmal reicht es mir dann schon zu wissen, ja, ich gehe gleich noch einmal für eine halbe Stunde vor die Tür und kann so den Alltag bunter und lebendiger werden lassen. Das hilft mir. Manchmal hilft es mir auch, einfach hier in der Kirche zu sein für den Moment. Religion ist auch ein Zeitdehner, der den Augenblick dehnt. Wir werden hinausgenommen aus dem Alltag. Das versuchen wir mit dem Gottesdienst, in einem anderen Raum zu sein und für den Moment, für den etwas längeren Moment, hinaus zu sein aus dem, was meinen Alltag prägt. Nicht mehr, nicht weniger. Herzliche Einladung dazu, sich immer mal wieder auf solche Räume einzulassen, sich in diesem Sinne für den kurzen Augenblick auf Gott einzulassen. Das gibt Zeit und Kraft, so finde ich, um dann diesen Augenblick auch wirklich zu spüren. Und der rasende Moment steht für den Moment still. Und der Augenblick hat einen Hauch von Ewigkeit. Vielleicht mögen Sie es auch, solche Augenblicke zu spüren. Bleiben Sie behütet.